Heute Plus willkommen. Die Präsentation ist hochmodern. Die Rede klingt eher wie aus der Zeit des Kalten Krieges. Zwei Wochen vor seiner erwarteten Wiederwahl präsentiert Präsident Putin neue atomare Wunderwaffen, die, wie er behauptet, unbesiegbar seien. Ja, Russland bereitet Sorge nicht nur wegen Putins Muskelschau. Sein eigener Geheimdienst könnte eine Rolle spielen beim aktuellen Cyberangriff auf die Bundesregierung. Das mutmaßen verschiedene Medien, die eine Gruppe namens Snake in den Fokus rücken, die ihrerseits Verbindung eben zum Geheimdienst haben soll. Vollkommen sicher ist das nicht, wie so vieles zur Stunde. Das Fragen und Suchen hat erst begonnen. Frank Buchwald. Das wundert wohl kaum, denn um das kurz mal ins Analoge zu übersetzen. Die Täter brechen im Dezember ins Haus ein und werden dabei erwischt. Statt Alarm zu schlagen, bleibt man auf Beobachtungsposten, guckt zu, wie die Einbrecher vor sich hin klauen. Andere Hausbewohner werden noch nicht mal gewarnt. Warum? Jere Hoffmann hat einen Experten für Cybersecurity getroffen. Willkommen. Vor 17 Jahren hatte ich weniger Haare als heute, sagt der Mann, bei dem sich viele Kritiker eher selbst die Haare raufen, Silvio Berlusconi. Am Sonntag wird in Italien gewählt und erneut auf der Liste steht der Urvater des Populismus, der in diesem Wahljahr allerdings fast schon zu den Moderaten zählt. Extremer sind andere. Der Frust in Italien ist groß, die Jugendarbeitslosigkeit hoch. Da wird viel versprochen, von der ganz rechten Lega bis zur der Fünf-Sterne-Bewegung des Komikers Gio, die sich anschickt, stärkste politische Kraft zu werden. Was die Protestpartei will, auf jeden Fall alles anders machen, Annette Hilsenbeck. Und außerdem gab es noch das hier. Das bundesweit erste Mordurteil gegen Raser wurde aufgehoben. Der Bundesgerichtshof gab der Revision der zwei verurteilten Männer statt. Sie hatten sich auf dem Kurfürstendamm ein Rennen geliefert, bis zu 160 km/h beschleunigt. Dabei rammte einer der Fahrer einen Geländewagen, dessen Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Dafür hatte das Landgericht Berlin die Männer zu lebenslangen Haftstrafen wegen Mordes verurteilt. Jetzt muss das Verfahren neu aufgerollt werden. Die USA machen ernst mit Importzöllen. 25% auf Stahl und 10% auf Aluminium werden ab nächster Woche fällig. Das kündigte US-Präsident Trump nach einem Treffen mit Branchenmanagern an. Trump möchte damit die heimische Industrie vor Billigimporten schützen. Damit riskiert er aber eine Eskalation des Handelskonflikts mit China. Vertreter der deutschen Stahlindustrie kritisieren die Entscheidung. Die EU hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Und Carles Puigdemont, der Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, will auf das Amt des Regionalpräsidenten verzichten. Er werde seine Kandidatur für eine Wiederwahl zurückziehen, verkündete er in einer Videobotschaft auf Twitter. Damit machte Puigdemont den Weg für einen neuen Kandidaten frei. Er selber lebt seit Monaten im Exil in Brüssel, weil ihm in Spanien die Festnahme wegen Rebellion droht. Tote Insekten auf der Windschutzscheibe müssen wir schon lange nicht mehr wegkratzen. Die Entwicklung des Insektensterbens ist bekanntlich dramatisch. Und gestern hat auch die EU-Behörde EFSA bestätigt, was schon lange vermutet wurde. Die in der Landwirtschaft häufig eingesetzten Pestizide und Neonicotinoide können gerade für Bienen tödlich sein. Nun ist also die Politik gefragt. Bedroht sind vor allem die Wildbienen. Jochen Spieß mit einer kleinen Bienenvolkszählung. Genug gedaddelt, jetzt wird mal gelesen. Diese pädagogische Maßnahme rufen Mütter, mich eingeschlossen, ja gerne mal ihren Kindern zu. Doch die Antwort könnte nun lauten, mache ich doch schon längst. Denn Videospiele, die in Deutschland ja ganz offiziell als Kulturgut gelten, sollen nun auch Literatur sein. So zumindest die Vorstellung einiger Entwickler. Doch ist das möglich? Können Videogames der Literatur tatsächlich gerecht werden? Eine spannende Debatte findet Andreas Gabe. Quasi, wer the video game tastes like books oder so. Ob mit oder ohne gute Nachtlektüre, kommt gut durch die Nacht. Tschüss.